Priester folterte er mit Elektroschocks, Kinder ließ er hungern, Frauen missbrauchte er, zwang sie zu Sex mit Hunden und prügelte sie in die Bewusstlosigkeit. Der Schlächter von Lyon. Herzlich willkommen, verehrte Damen und Herren, bei TTT. Wo immer Klaus Barbie sich befunden hat, in Holland, in Belgien, in Südfrankreich, da sind wahre Orgien unsäglicher Scheußlichkeiten veranstaltet worden. Menschenjagden, Massaker, Deportationen, auch für solche Verbrechen war er verantwortlich. Er führte dann nach dem Krieg ein sehr angenehmes Leben. In Bolivien als deutscher Repräsentant einer deutschen Firma, die ausgemustertes Bundeswehrmaterial verhökerte. Er war wohlhabend, auch dank eines zweiten Arbeitgebers, der den weltweit gesuchten Ex-Nazi schützte und schätzte, als anpassungsfähig, verschwiegen und zuverlässig. Der Bundesnachrichtendienst, dessen an Zynismus kaum zu überbietende Doppelmoral, kam nun als Licht, weil ein Geschichtsstudent sich von amtlichen Informationsblockaden nicht hat abschrecken lassen. Der Spähtrupp des Bundesnachrichtendienstes hat jede Menge Leichen im Keller. Auf skandalöse Weise haben die Spione aus Pullach nach dem Krieg Topverbrecher der Nazis gedeckt, ja, unterstützt. Unfassbar. Adolf Eichmann, der Organisator des Holocaust, wurde weltweit gejagt, erst 1960 ergriffen. Der BND aber kannte bereits 1952 dessen Versteck in Argentinien und schwieg. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs. Der Nachkriegsgeheimdienst hat sogar aktiv mit braunen Mördern paktiert. Das offenbart nun, nein, keine historische Kommission, sondern ein 24-jähriger Student der Geschichtswissenschaft, Peter Hammerschmidt. Ausgerechnet einem Examenskandidaten gelang es, Einblicke in eine jahrzehntelang verschlossene Akte zu nehmen, in den Vorgang Klaus Barbie, des Schlächters von Lyon. Indizien gab es genug. Der Gestapo-Mörder war Mitarbeiter des BND. Ich habe zunächst die Ermittlungsakten zum Fall Barbie recherchiert im Archiv in Ludwigsburg und habe dann immer mehr Indizien gefunden, dass Barbie beim BND gewesen sein musste und habe dann einfach, da ich nichts zu verlieren hatte, den Versuch gefasst, dort mich mal vorzustellen und mal einen Antrag zu stellen. Als sei nichts weiter dabei, hat Studiosus Hammerschmidt im Mai 2010 eine knappe Anfrage an den BND gestellt. Es wäre, Zitat, nett, wenn Sie meine Forschungen unterstützen würden. Die Antwort folgte prompt: abgelehnt. So sollte man Hammerschmidt nicht kommen. Der protestierte subito im Kanzleramt als, Zitat, engagierter Zeithistoriker sehe ich es als meine Pflicht, der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit bundesdeutscher Behörden näher zu kommen. Oh Wunder, das half. Der Jungspund erhielt Akteneinsicht in der BND-Zentrale Heilmannstraße. Man fährt nach Pullach und denkt erstmal, das ist ein verdammt weiter Weg dahin, wenn man aus Laudern kommt, und steht dann vor diesem riesigen Schild Bundesnachrichtendienst als junger Historiker und denkt dann auf einmal, ja gut, auf welchem Terrain befindet man sich eigentlich? Hatten Sie Angst? Ja. Man hat einen gewissen Respekt vor der Institution, definitiv, ja. Und als man dann eben die Sicherheitskontrollen passiert hatte und die Akte Barbie auf einem vor einem lag, dann schlackert man mit den Ohren, ja. Erst 1987 wurde Barbie als alter Mann in Frankreich zu lebenslanger Haft verurteilt. 21 Jahre zuvor, 1966, das zeigen die Geheimakten aus Pullach, hat der BND den NS-Verbrecher ohne Reue in seinem bolivianischen Versteck angeheuert und auf die Gehaltsliste gesetzt. Ein sadistischer Mörder, mit bundesdeutschen Steuergeldern belohnt. Er wurde für damalige Verhältnisse sehr gut bezahlt. Also er hat im Monat 500 deutsche Mark bekommen. Waren die Informationen, die er lieferte, besonders wertvoll? Gab es gewisse Boni? Und inklusive der Abfindung, die er nach seiner Abschaltung erhalten hatte, hat er insgesamt in einem halben Jahr 5.300 deutsche Mark verdient. Der Schlächter von Lyon. Der Schlächter von Lyon. Gratifikationen für einen Mann, der seine jüdischen Opfer zusammenschlug, mit Elektroschocks folterte, Frauen zum Verkehr mit Hunden zwang, Kinder deportieren ließ. Und nach dem Krieg 1947, auch dies unfassbar, zunächst als Agent des amerikanischen Geheimdienstes neue Arbeit fand. US-Behörden waren es auch, die Barbie 1951 zur Flucht nach Bolivien und zu einer neuen Identität als Klaus Altmann verhalfen. Der BND, auch dies zeigen die neuen Funde, wusste sehr genau, wen er da 1966 für knapp ein Jahr in seine Dienste nahm. Doch Barbies Verbrechen wider die Menschlichkeit interessierten nicht.
Gefragt war die Spitzelbereitschaft des nun in Bolivien wirkenden Freunds der herrschenden Junta. Er hat nachweislich 35 Berichte aus seinem bolivianischen Exil an den BND geliefert und hat dort vor allem über die politische und wirtschaftliche Lage in Bolivien berichtet, vor allem über die linksgerichteten Parteien. Daran war der BND offenbar sehr interessiert. Die kommunistischen Tendenzen in Bolivien waren natürlich für den BND von großem Interesse. Besonders makaber, Hammerschmidts Funde zeigen, dass der BND Barbys Vergangenheit nicht nur billigend in Kauf nahm, nein, geradezu ein Gütesiegel für die Verlässlichkeit des angeworbenen Agenten schien dessen Mitgliedschaft in einer nationalsozialistischen Organisation. Und das hatte durchaus Methode, sagt ein renommierter Zeithistoriker aus Israel. Das ist empörend, selbstverständlich. Aber das ist in einem größeren Rahmen zu betrachten. Die Tatsache, dass man damals in der ersten Generation nach dem Weltkrieg, anders als heute, nicht automatisch die ehemaligen ausgestoßen hat, das finde ich bestürzend. Damals hat man noch nicht begriffen, dass man hier mit Kriminellen zusammenarbeitet und dass man das nicht tun durfte. Doch manche dachten anders. Beate Klaasfeld ohrfeigte 1968 Kanzler Kiesinger wegen dessen NS-Vergangenheit und schrieb Geschichte. Sie war es auch, die wenig später Barbie in Bolivien aufspürte, seine Auslieferung betrieb und nun sehr konkrete Forderungen hat. Na, da müsste geschehen, dass sich der Bundesnachrichtendienst entschuldigt, dass er Klaus Barbie, den Gestapo-Chef von Lyon, der verantwortlich war für die Deportation der jüdischen Kinder aus Lisieux, im Namen dieser jüdischen Kinder entschuldigt. Die Amerikaner haben es getan gegenüber den Franzosen, denn sie haben ja bis 1951 Klaus Barbie in Augsburg im Geheimdienst arbeiten lassen. Und sie haben sich bei den Franzosen entschuldigt, weil sie es zugelassen haben, dass Klaus Barbie entfloh nach Südamerika. Es ist heute die Aufgabe des Bundesnachrichtendienstes, sich auch zu entschuldigen. 35 Jahre nach dem Pakt mit einem Nazimörder dürfte man ein spätes Wort des Bedauerns erwarten. Wir hätten es gern überbracht, doch der BND mochte nicht mit uns reden. Das Wunder von Pullach, die Sternstunde des Peter Hammerschmidt, wird sich so schnell nicht wiederholen. Die Schlapphüte, erstarrt über die Abgründe der eigenen Geschichte, machen, wie gehabt, die Schotten dicht.